Schon gewusst? 80% der Deutschen antworten auf die Frage, ob sie sich nach dem Urlaub besser fühlen als vorher, mit einem klaren Nein. Das muss sich ändern. Deshalb hier ein paar wichtige Tipps. Zunächst einmal, ein Urlaub besteht stets aus den drei großen A. Anreise, Aufenthalt und Abreise. Wenn Sie sich das merken können, sind Sie schon ein großes Stück weiter. Beginnen wir mit der Anreise. Ob mit Auto, Flugzeug oder Schiff, der Transfer ist stets mit ungesundem Dauerstress verbunden. Pumpen Sie sich deshalb kurz vor Reiseantritt mit Schlaf und Beruhigungsmitteln voll. Zur Not können Sie sich auch betrinken. Wenn es mit dem Flugzeug auf die Reise gilt, es gilt als verpönt, nach der Landung zu applaudieren. Warum eigentlich? Um für Stimmung in der Bude zu sorgen, klatschen Sie bei Start und Landung. Und gerne auch mal zwischendurch, wenn der Service anrückt. Oder nach jeder einzelnen Ansage des Kapitäns. Schockthema Urlaubsabzocke. Denken Sie stets dran, jeder Unbekannte ist ein potenzieller Straftäter. Werden Sie an der Strandpromenade nach 18 Uhr angesprochen, stechen Sie demjenigen ohne Vorankündigung mit voller Wucht zwei Finger in die Augen. Auch dem Hotelpersonal gegenüber sollten Sie ein gesundes Misstrauen bewahren. Wenn Sie beispielsweise Frühstück aufs Zimmer bestellen, muss sich das Servicepersonal stets rückwärts, langsam und mit erhobenen Händen aus dem Sichtfeld entfernen. Der Deutsche fährt bekanntlich wo am liebsten hin? Genau, in die Sonne. Aber gerade wir Nordeuropäer sind für hohe Temperaturen ungeeignet. Unsere weißen, schwabbeligen Körper heizen sich so lange auf, bis sie kollabieren. Was tun? Entgegen den Ratschlägen selbsternannter Experten nur mäßige Flüssigkeitszufuhr. Erst wenn der Durst unerträglich wird, langsam und schluckweise trinken, die Flüssigkeit geradezu kauen. Ideal, alkoholhaltige Getränke, die den gestressten Körper beruhigen. Wichtig, die Hitze wieder aus dem Körper lassen. Als besonders hilfreich hat sich hier Rauchen erwiesen. Denn Nikotin wirkt wie ein natürlicher Wärmeableiter. Auch fettige Mahlzeiten sorgen für den Abfluss von Hitzewallungen, da die Wärme vom Fett gebunden und somit unschädlich gemacht wird. Apropos Essen, bei der richtigen Strandfigur ist guter Rat teuer. Wenn man die Badehose bis zu den Hüftknochen runterzieht, hängt der Bauch rüber. Und wenn man sie bis zu den Brustwarzen hochzieht, sieht man aus wie ein Halbirrer. Warum sieht man eigentlich ausgerechnet im Urlaub immer 5 Kilo dicker aus? Antwort, die Lichtverhältnisse. Noch Fragen? In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen recht schönen guten Urlaub.